Guten Tag. Schöne Grüße von der Team Nachtaktiv. Na Leute, seid ihr noch wach? Ich hoffe, ihr seid wach. Haut ein Like rein, wenn ihr wach seid. Und wisst ihr was? Gestern habe ich ja diesen kleinen Monolog wieder da gelassen, von wegen, das macht einen Unterschied, wenn man sagt, und es ist noch krasser explodiert, ne? Es ist wirklich krass. Ich weiß, es geht voll auf den Sack, von wegen, ne? Drückt ein Like rein oder abonniert oder was auch immer. Aber es macht halt einfach wirklich einen gewaltigen Unterschied, wenn man es einmal anspricht und einmal, wenn man es nicht anspricht. Wenn man es anspricht, kriegt man auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr, als wenn man es nicht sagt. Einfach, weil es viele, viele, viele wirklich immer vergessen oder nicht machen oder weil man dadurch einfach nochmal ein bisschen aufgefordert, aufgerufen wird und dann denken sich die Leute, ja, okay, komm, mach ich mal. Und das gleiche halt bei Abo-Button auch, ne? Wenn man sagt, hey, haut Abo-Button rein, wir nur noch 200 oder sowas fehlen bis zu 771.000, dann sind die Leute schon ein bisschen gewillter dazu oder ein bisschen mehr gehypt, weil die das vielleicht auch nicht sofort mitkriegen, dass vielleicht noch so ein bisschen fehlt. Deswegen auch gerne Abo-Button, Glocke. Ist halt leider so, ne, auf den sozialen Plattformen. Deswegen haut ein Like rein, wenn ihr wach seid und Team früh aktiv, wenn ihr gerade aufwacht. Ich hoffe, ihr habt gut genächtigt, startet gut ins Wochenende. Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen und auch ihr natürlich seid gerne gesehen für ein weiteres Video. Einem Mythenvideo. Einem Video, wo wir wieder Sachen ausprobieren, die Menschheit wissen möchte, was mit Fortnite passiert und die ganzen Game Mechanics mal auf den Kopf stellen. Und Sachen ausprobieren, die keine Sau ausprobiert. Außer ich, weil mir langweilig ist, manchmal. Oder weil die Community verrückte Ideen hat. Weil die Community hat auch eine Menge unter den Kommentaren geschrieben, was ich mal ausprobieren soll. Kann der Staubsauger ein Auto bewegen? Und natürlich könnt ihr das gleiche nochmal machen. Schreibt gerne runter in die Kommentare, Leute. Vielleicht fürs nächste Video kommt eines eurer Ideen dann dran, was wir ausprobieren werden. Wir haben natürlich schon eine Menge ausprobiert. Ne, wir haben schon eine Menge gemacht. Viele Mythenvideos findet ihr oben rechts auf dem i. Dort gibt es eine Playlist. Gerne anschauen. Dort haben wir schon alles Mögliche gemacht mit den Reifen. Weltrekorde mit den Reifen und. Ich laufe hier gerade ein bisschen blind rum, weil ich tatsächlich etwas suche, was ich für eines der Experimente brauche. Dann nehmen wir mal den Easy-Weg, Leute. Und zwar müssen wir erstmal die olle Harr-Tante mal hier kleppen, ne? Die übrigens jetzt unendlich Munition hat, ne? Die gute. So, die haben wir mal, ne? Immer wieder gefährliches Unterfangen, Leute. Das kann immer ins Auge gehen, ne? Aber was einer mal ausprobieren wollte, und zwar wollte einer wissen, ob wir mit dem Staubsauger Sachen anziehen können. Also, dass die zu uns kommen. Man kann damit Sachen kaputt machen, ja, schön und gut, ne, um Munition zu kriegen. Aber kann man damit auch irgendwie auch Sachen bewegen, zum Beispiel ein Auto. Und, ja, Alter, ich fühle mich gerade wie Uri Geller, Leute. Guck dir das mal an. Komm her. Put, 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 put. Geht auch Rückwärtsgang? Es geht auch Rückwärtsgang. Beide Richtungen funktionieren, ne, man kann ein Auto wirklich damit fortbewegen. Sehr nice irgendwie. Wie kann man dich supporten? Oft fragen mich auch die Leute, wie kann ich dich kostenlos supporten, ne? Ich kann leider kein Geld ausgeben für irgendwelche Subs oder was auch immer. Müsst ihr auch nicht, Leute. Es reicht einfach vollkommen aus, wenn ihr die Videos schaut. Das ist mehr als Support genug, ne? Like-Button ist auch kostenlos, aber natürlich auch Creator-Code, ne? Ich weiß, dass immer wieder sich die Leute ab und zu mal was gönnen, sei es ein Bundle oder in Rette die Welt, irgendein Starter-Paket. Wenn ihr jetzt einen Code einträgt, unterstützt mir das natürlich genauso kostenlos. Ihr wisst es. Vielleicht ist auch bei euch schon wieder das Ding rausgeflogen. Würde mich freuen, wenn ihr einmal nachträgt. Item Shop haben wir heute Ikonen-Deluxe-Reihe, ne? Ikonen-Deluxe-Reihe ist heute am Start. Alter, sind das viele Ikonentänze. Holy moly, ne? Auch Season 9 ist heute irgendwie vertreten wegen Monstersturm. Und okay, riesiger Shop. Alloy immer noch. Kann man ein Auto als Munition benutzen? Kommen schon direkt zum nächsten Experiment. Und zwar kann man ein Auto tatsächlich als Munition benutzen. Ne? Faltet sich das Auto dann zusammen in den Recycler und kann man dann als Munition verwerten oder explodiert dann nur ganz normal wie immer. Aber ziehen kann man das Ding auch seitlich, so wie ich das gerade hier sehe. Tak, 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 tak. Let's go. Und. Ne. Ne, Auto explodiert einfach nur und keine Munition Wiederverwertung. Wir haben keine Munition dazu bekommen. Auch nicht der Schrottteil, ne? Auch wenn wir den Schrott versuchen aufzusaugen. Passiert leider nichts. Also Mythos busted, Leute. Man kann leider ein Auto nicht, faltet sich leider nicht zusammen in die Kanone hinein. Falten meine ich halt, ne? Wenn man hier was abbaut, faltet sich ja so eine kleine Animation rein in die Waffe. Kann man einen Boss mit dem Staubsauger festhalten? Nächster Mythos und Experiment. Ihr wisst ja, mit der Waffe kann man ja tatsächlich diverse Tiere, ne, stunlocken. Dann klemmen die quasi ihre Animation fest und können sich nicht mehr bewegen. Deswegen wollte einer wissen, was passiert das Ganze, wenn wir das mal mit etwas Größerem probieren. Und zwar jemanden mit meiner Körpergröße hier, ne? Deswegen suchen wir uns die Harr-Tante, die Warp und... Okay.
Man kann die anzoomen, aber die stunlockt sich null. Desto näher man an die drankommt, desto gefährlicher wird sie dabei tatsächlich auch noch. Man kann sie null festhalten, anders als es die Schweine oder sonst was ist. Haben wir ausprobiert, wollte einer wissen. Können Reifen Fallschaden aufhalten? Das nächste Experiment, was wir ausprobieren. Einer wollte wissen, wir haben zwar schon mit den Reifen ausprobiert, ob man Fallschaden aufhalten kann, aber jetzt wollte einer wissen, was ist, wenn man halt von den Reifen abspringt und ob man dann Fallschaden aufhält, ne? Falls ihr das Ganze gerade nicht versteht, Leute, einfach dranbleiben. Ich bereite gerade das Setup vor. Ich brauche ein bisschen Met. Muss nicht komplett Maximum Höhe sein, denke ich mal, aber es sollte reichen. So, bauen kleines Treppchen in den Himmel hinein, ne? Schöne klassische Skybase, auch für die Leute, die gerade vielleicht gerne mal eine Skybase ausprobieren oder sowas und sich saven wollen. Vielleicht eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, beziehungsweise eine sehr wichtige Wahl, was die Items angeht. Ja, sollte groß genug sein, ne? So, deswegen das letzte Mal, was wir ausprobiert haben, wir sind runtergesprungen und haben den Reifen direkt unter die Füße geschmissen. Da ist man auf den Reifen gelandet, hat man sich gesaved. Das ist ja easy, ne? Was wir diesmal ausprobieren werden, ist aber tatsächlich, wir schmeißen die Reifen hier einfach mal hin und bouncen. Und runter, ne? Also ein bisschen anderes Setup. Hält der Reifen Fallschaden auf? Es tut es. Es tut es. Holy moly, hätte ich nicht erwartet. Hätte ich wirklich nicht erwartet, weil man eigentlich keinen Anti-Gravity-Effekt oder sowas kriegt, wie es zum Beispiel bei der Schockgranate ist. Wenn man mit einer Impulsgranate sich von dort unten runterschmeißt, zum Beispiel, stirbt man. Ne, weil es keinen Anti-Gravitationseffekt gibt, wo was den Fallschaden aufhält, aber der Reifen schon. Also ihr wisst ihr Bescheid, Leute. Wenn ihr euch irgendwie saven wollt oder euren Teammate trollen, dann schmeißt einfach den Reifen unter seinen Füßen, lasst ihn runterbouncen und er kommt sicher unten an und dann wird er sich ein bisschen aufregen, aber nicht sterben dadurch, ne? Und ihr könnt dann auch noch tatsächlich hinterher springen. Das ist ja auch noch schön. Mythos klappt, Leute. Fand ich nice auf jeden Fall. Nächstes Experiment. Was passiert, wenn man sich in einen Huhn verwandelt? Nächstes Experiment. Einer wollte wissen, was passiert, wenn man sich in ein Objekt verwandelt, während man gerade einen Huhn auf dem Kopf trägt, ne? Finde ich interessant. Dann verwandelt man sich ja irgendwie in ein Sofa oder einen Stuhl oder was auch immer oder eine Mülltonne. Und wenn man einen Huhn auf dem Kopf hat, fliegt das Huhn dann weg oder nicht? Das probieren wir mal aus. So, Hühnchen vorbereitet. Setup vorbereitet. Wir gehen mal und fragen den Igel und verwandeln uns mal in was auch immer der uns gibt. Ich hoffe mal Autoreifen oder sowas, weil die sind schön klein. Ne, und nicht so ein Sofa. Aber Bushranger ansprechen. Objektverwandlung aktivieren und Verstecki, Verstecki. Genau, Verstecki, Verstecki. Yeah! Let's go, Leute! Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Man ist jetzt ein fliegendes Fass. Wir haben immer noch den Gravitationseffekt von dem Huhn, ne? Beziehungsweise wir haben so ein leichtes Schwebeeffekt, während wir rumspringen bei der ganzen Geschichte. Das Huhn flattert da einfach oben drauf. Finde ich gut. Und wenn man sich zurückverwandelt, dann hält man das Huhn weiterhin über den Kopf. Okay, fand ich lustig. Fand ich wirklich lustig, dass man sich da noch das Huhn auf den Kopf packen kann. War auf jeden Fall nice. So, aber ich will es nochmal kurz testen. Und nehme wieder unser Chicken Nugget mit. Und diesmal will ich einfach nur mal die Waffe wechseln oder sowas. Ne, Verstecki, Verstecki. Beeftecki. Und warum fliege ich hoch? Warum bin ich absolut hochgeflogen? Jetzt bin ich in Reifen, Leute. Ich bin gerade insane hochgeflogen. Warum? Wahrscheinlich, weil der Reifen mich... Ich habe mich selber quasi... Aber wenn man sich als Reifen versteckt, hat man doch keinen Bounce-Effekt, oder? Man weiß es nicht. Aber ich versuche jetzt mal die Waffe zu switchen. Oh. Komm mal zurück. Komm mal zurück. Versuchen wir ihn aufzuheben, während man ein Objekt ist. Das wollte ich noch ausprobieren, ne? Aber das Ding ist, wir sind ein bisschen langsam. Ist jetzt ein bisschen pessimistisch, was das angeht. Und fängt sofort an zu rennen. Deswegen hast du keine Chance, an den dran zu kommen. Deswegen müssen wir erstmal jetzt... Ah, man kann ihn wieder packen. Man kann ihn auch als versteckte, als Objekt tatsächlich wieder packen und hochheben. Alright, alright, alright. Kriegt man mit dem Grapplerbogen Fallschaden. Nächster Mythos, den wir ausprobieren wollen, betrifft den Grapplerbogen. Unser neuestes Item hier kann natürlich auch mal wieder so einige Sachen ausprobieren. Und deswegen holen wir uns den mal schön mal in Creative. Und nachdem wir den Bogen haben, probieren wir mal aus, ob der auch Fallschaden auffällt. Also muss man aufpassen, wenn man da hochgrappelt, weil man sonst, wenn man die Plattform vermasselt, natürlich zu hoch ist. Ne? Deswegen schießen wir da mal hoch und fallen auch einfach runter. Und es passiert nichts. Und es war auch hoch genug, definitiv, dass es auch Volldamage bekommt. Also ja, Leute, ihr könnt gewissenlos euch hochgrappeln. Der Bogen wird euch keinen Fallschaden bereiten. Selbst wenn ihr die oberste Plattform nicht erreicht,
nutzt das Ding einfach mal, um euch einen Boost zu geben, ohne Angst vor Fallschaden zu haben. Was ich gut finde, weil hätte auch genauso wie bei den Reifen tatsächlich ja auch ins Auge gehen können. Prallt der Grapplerbogen am Regenschirm ab. Wo wir schon hier sind, Leute. Sind die Regenschirme eigentlich auch bouncy für die Pfeile? Weil guck mal, was passiert, wenn man so einen Verband auf das Ding schmeißt, ne? Das Ding fliegt sich einfach mal 800 Meter weit. Was passiert mit dem Bogen? Ja, okay. Okay, okay, okay. Hat er jetzt nachgeladen? Ne, man muss manuell nachladen. Okay. Okay, auch der Bogen bounced wie ein Flummi, Leute. Komplett hoch. Gibt aber auch ein bisschen Damage tatsächlich an die ganzen Regenschirme. Aber warte mal, wenn das Ding abprallt und dann hochfliegt, grappelt er sich dann an die Kante von dem Gebäude? Okay, das ist zu nah. Machen wir mal hier. Yo! Tatsache! Der Fall bounced ab und grappelt sich, wenn er dann irgendwo aufschlägt, ist das so, als wäre ich dann auch ganz weit hochgeschossen oder sowas, ne? Interessante Mechanik. Interessante Mechanik. Ich hätte nie gedacht, dass es so im Bogenschuss so bouncy ist. Aber gut, man kann auch einen Raketenwerfer tatsächlich damit bouncen, ne? Kann der Grapplerbogen ein Auto anziehen? Können wir schon direkt die nächste Sache probieren, Leute. Und zwar, kann man ein Auto mit dem Grapplerbogen anziehen oder zieht man sich selber an? Bewegt er sich? Nee, ne? Ich glaube, der hat nicht einen einzigen Zentimeter vorwärts bewegt. Man hat sich zwar hingegrappelt und das war's, aber der hat sich gar nicht bewegt. Kann der Grapplerbogen ein Auto bewegen? Aber was man machen kann, und das habe ich ja schon in einem anderen Video gezeigt, aber für diejenigen, die es nicht gesehen haben, man kann sich aus dem Auto heraus tatsächlich ziehen lassen. Das ist mega cool, gerade wenn man ein etwas leichteres Fahrzeug hat und dann nochmal ein paar mehr Bögen. Ne, zum Beispiel wie dieses Auto hier, kann man sich natürlich auch einsteigen. Und wenn man da dann aus dem Beifahrersitz sich irgendwo grappelt, zieht sich das Ding auch ganz gut hin eigentlich, ne? Das ist auf jeden Fall funny, wenn ihr zu dritt da sitzt und alle drei haben einen Grapplerbogen. Solltet ihr mal ausprobieren, ist auf jeden Fall richtig lustig. Dann, wenn alle drei mit Grapplerbogen das Auto in alle Richtungen zerren. Was sagt ihr dazu, Leute? Schreibt mal runter in die Kommentare, was wir noch ausprobieren sollen. Vielleicht gerade mit dem Grapplerbogen kann man bestimmt noch so einige Sachen ausprobieren, was Platz für ein weiteres Video hat. Natürlich an dieser Stelle, wenn ihr das Video bis hierhin geguckt habt, Leute, gerne dann natürlich Abo-Button und Glocke reinhauen. Wenn ihr am Anfang schon nicht überzeugt wart von meinem komischen Dialog und Monolog, gerne jetzt natürlich die Chance haben. Hier auf der rechten Seite findet ihr ein weiteres Video. Auf meinem Zweitkanal sind wir gerade auf dem Weg Richtung 82.000 Abonnenten. Auch dort gerne vorbeischauen und gibt es ein paar Stream-Highlights, die ihr vielleicht im Stream verpasst habt. Mehr Flosse!